Gute Nacht. Na, ich finde das ganz verkehrt. Was? Dass das Kind hier bleibt. Du willst wohl, dass wir das Kind mit Sack und Pack auf die Straße setzen, ne? Wenn du natürlich anordnest, dass das Kind heute Nacht im Hause bleibt, gut, es ist dein Haus. Hast du Feuer? Ja. Danke. Ich wünsche aber keinesfalls, dass es morgen früh mit meinen Kindern zusammenkommt. Aber was sind denn das für Ansichten? Das sind meine Ansichten. Da ist doch ein so liebes Kind. Ein so liebes Kind kann irgendeine ansteckende Krankheit einschleppen. Ja, das ist bei so einem Kind leicht möglich. Glauben Sie? Ich werde es mir mal ansehen. Das ist sehr nett von Ihnen. Aber auch wenn das Kind gesund ist, ich wünsche nicht, dass es mit unseren Kindern zusammenkommt. Erlauben Sie mal, nur weil es nicht die Hautfarbe Ihrer Kinder hat? Ja, das verstehen Sie wohl nicht. Nein. Dann tun Sie mir aber leid. Bitte sei ruhig. Moment mal, ja? Ich finde, dieser junge Mann mischt sich etwas frühzeitig in unsere Angelegenheit. Dieser junge Mann hat ganz recht. Jawohl, Hertha. Ach. Ich kann mit euch über dieses Problem nicht sprechen. Dieses Negerkind. Ist auch nur ein Mensch. Richtig. Trotzdem gibt es da Unterschiede. Also ich sehe keine Unterschiede. Wahrscheinlich, weil ich kein Spießbürger bin. Oh, du Kinder, du machst doch keine großen Sachen daraus. Ich sehe auch kein Problem. Ein Kind mehr in der Familie ist nur ein Problem, wenn nicht zu essen da ist. Da sehe ich gar kein Problem. Ich meine das Rassenproblem. Natürlich gibt es das noch. Aber ich glaube, wir haben gelernt, es mit anderen Augen anzusehen. Einen Augenblick, Papa. Lieber Schwiegerpapa, du weißt, dass unsere Ansichten in verschiedenen Punkten auseinandergehen. Das weiß ich und das nehme ich dir auch gar nicht übel. Aber du musst dir abgewöhnen, mit Vorurteilen an alle Menschen und Dinge heranzugehen. Du hast deine Meinung, Theodor, und wir haben unsere, wie jeder seine hat. Aber du musst doch zugeben, so ein Kind kann nichts dafür. So ein Kind ist unschuldig. Wenn ich vielleicht mal was sagen darf, es ist aber meine Lieben, morgen ist das Streitobjekt ja sowieso aus dem Hause. Nein, morgen ist Sonntag. Was denn übermorgen, ne? Ich weiß genau, was Herr Dr. Jennerich meint. Es ist ein Kind der Schande. Anna, bitte halt doch den Mund, ja? Bitte. Du hast von Vorurteilen gesprochen. Ich finde, das sind Gefühlssachen. Gefühlssachen? Hier kommt ein kleines schwarzes Kind zu uns, hilflos. Wer weiß, was man mit dem Kind gemacht hat. Und dein erstes Gefühl ist Rassenunterschiede. Na, hör mal. Herr Doktor, ich habe Sie heute erst kennengelernt, aber wenn ich Bitte Sie... Bitte sei ruhig, Robert. Kann ich nicht. Wenn ich hier nicht reden darf, dann gehe ich lieber. Na, dein Freund scheint nicht sehr gut erzogen zu sein. Verzeihung, sie ist mir aus der Hand gerutscht. Bitte bleib hier, Hertha. Lauf ihm nicht nach. Aber nach oben gehen darf ich doch. Entschuldigt mich. Das kleine Mädchen ist blitzsauber gehalten und kerngesund. Aber eure Susi ist noch nicht ganz aus dem Keuchhusten heraus. Aber die kleine Toxi ist ja so stabil. Was hast du denn? Aber sie wollen doch nicht schon Warum gehen. Denn, Frau Doktor? Entschuldigen Sie viel, was dieser Zwischenfall hat mich zu sehr mitgenommen. Aber Frau Doktor, bitte, nein, bleiben Sie. Ja, bitte schön. Darf ich Ihnen bitten? Nein, nein, es ist besser. Nein, aber Liebe, auf Wiedersehen, Frau Doktor. Auf Wiedersehen, du bleibst natürlich noch hier. Wir haben doch noch deinen Burgunder. Ja, auf Wiedersehen. Lauter hausgemachtes Zeug. Keine Firmenmarken, keine richtigen Spuren. Aber in den Schuhen, da ist eine Zeitungseinlage. Vielleicht bringen Sie die weiter. Erscheinungsort. Also, weil Sie sind wohl ein geschulter Detektiv. Kriminalromane. Ah, ja. Oben ist dicke Luft. Alle sind schon weggegangen. Es hat Krach gegeben. Wegen dem Negerkind, weil es bis Montag hier bleiben muss. Ist ja auch eine Zumutung. Was wird denn nun eigentlich mit dem Kind? Fürsorge, Heim für Findelkinder. Aber erst muss ich mal herausfinden, wer es ausgesetzt hat. Das wird aber schwer sein. Schwer? Da kennen Sie Plaukatz nicht. Ein kleines Mädchen? Ein ganz kleines Mädchen? So groß wie ich? Ja, ja. Wo ist das denn jetzt? Na, bei Anna. Hat's der Klapperstorch gebracht? Nein. Wo kommst du denn her? Das weiß man eben nicht. Dürfen wir mit ihr spielen? Nein. Warum denn nicht? Papa hat's verboten. Warum denn? Ach, weil er's eben verboten hat. So, das war der warme Sommer. Nun kommt der kalte Winter. Nun sind wir fertig. So. So.
Ist sie das? Das ist ja ein Maul. Ilse, Susi, raus! Was soll denn das? Sie wissen doch genau, dass es Herr Dr. Jenrich verboten hat. Na, wenn schon! Herein. Morgen. Morgen. Entschuldigt, dass ich euch so früh störe. Morgen, Theodor. Morgen. Setz dich nur, ich bin schon fertig. Dankeschön. Papa, ich komme eigentlich vor allem, um mich wegen gestern Abend zu entschuldigen. Na ja, schon gut. Ich weiß, du bist nervös, hast Sorgen im Geschäft. Hast du schon gefrühstückt? Ja, danke. Zigarre? Nein, entschuldige. Papa, ich muss gestehen, das Hydrofoxin, das neue Mittel, ist ein völliger Versager. Das habe ich dir doch vorausgesagt. Ja, wenn nicht irgendwas geschieht, muss ich die Fabrik schließen. Was? Ja. Ja, also denke nicht, dass ich dich bemühen will. Ich weiß, du bist ja auch nicht gerade flüssig. Was? Ja. Aber es gibt da noch zwei andere Möglichkeiten. Nämlich? Entweder Fusion mit Lorenz in Baden-Baden. Oder ich muss eben doch Tante Wallis Hilfe nehmen. Ja, also dann tu dich lieber mit dem Halsabschneider Lorenz zusammen. Papa, ich hatte Tante Walli die Situation ja längst klargelegt. Es war alles in Ordnung bis gestern Abend. So, sag mal, könntest du die Sache nicht irgendwie einrenken? Was soll man wieder mit der weißen Fahne winken? Was Versöhnung? Ja, also, ich tu es. Wenn es sein muss, ich schaff sie dir wieder her. Papa, ich danke dir. Ich bin dir sehr verbunden. Seid ihr denn beide verheiratet? Nein, warum denn? Weil ihr euch einen Kuss gegeben habt. Das kann man aber auch ohne verheiratet zu sein. Ist das wahr? Ja, das darf man. Danke, Toxi. Hast du das alles gemalt? Ja, das habe ich alles gemalt. Komm. Hast du gut geschlafen? Nicht besonders. Siehst doch etwas elend aus. Ach, ich habe immer zu überlegt. Es war schrecklich gestern Abend. Ach, dein Vater ist prima, aber dein Schwager... Robert! Ja, was denn? Bitte komm mal her! Ja? Seid ihr das beide? Nein. Soll ich euch mal malen? Ja, los, komm. So. Ich brauch bitte einen Bleistift. Bitte? Und dann brauche ich bitte noch Gold. Wozu denn? Weil ich ein schönes Hochzeitsbild malen will. Mit einem Schleier und mit einem... So, nimm mal los. Übrigens, du musst heute Nachmittag zu uns kommen. Ich denke gar nicht daran. Du musst dich entschuldigen. Nie. Willst du es auch nicht mir zuliebe tun? Ein Mann darf nie so weit kommen, dass er für eine Frau seine Gesinnung ändert. Robert, ich brauche ein Rot für die Lippen. Muss dabei sein, such's dir noch. Du hast mir ja schon viel von deinem Schwager erzählt. Aber jetzt, wo ich ihn kennengelernt habe, ein Mensch, der solche muffigen Theorien hat, der nicht mal davon runtergeht, wenn solch ein Kind ihn anschaut, nee, du, da kann ich mich einfach nicht entschuldigen. Verstehst du das denn nicht? Ich hab gedacht, du hast mich lieb. Ach, das hat doch damit nichts zu tun. Fertig! Das ist aber sehr schön. Ein richtiges Hochzeitsbild. Du, das hast du aber wunderbar gemacht. Dafür kriegst du jetzt auch was. Hier. Dankeschön. Moment, bleib mal so. Was denn? Plakat. So ist recht. Hat sie denn nicht mal so beim Spielen von Sosa erzählt? Oh, kein Wort. Ist ja dumm. Sehen Sie? Und Sie haben...